Ein neues Video hier auf meinem Kanal, alles mobil, und ich bin jetzt hier im Toropaco 2, hier am Frankfurter Flughafen, und schauen wir mal, was es hier so gibt. Kostenlose Ladestation, ganze Wallboxen, so sehr frisch markiert hier, von der Firma B aus Hamburg. Einmal hier mit Typ 2 Anschluss. Und hier ist noch die Station, ist noch die Parkour heißt, wurde noch nicht erst so eröffnet. Alle schon Ladestationen jetzt stehen ja frei zur Verfügung. Bisher gab es Ladestationen, nur einzelne Ladestationen im Parkour 2 und einen eigenen Bereich im Parkour 4. Aber hier wird wirklich nagelneu alles. Alles nagelneu. Hier war noch nie jemand. Kein Autofahrer war hier. Dann geht es runter jetzt zum Terminal. Ja. Relativ breite, normale Fahrflächen hier, sehr gut abgesichert. Was steht denn da? Mehr Power, online buchen. Bei einer online buchen, wir sind seine Einzelbahn mit bis zu 11 kW Ladeleistung unter frankfurt-airport.com. Okay, klasse, Frankfurt. Und dann, da sind die Anzeigen. Ich kenne das von dem Video von Michael oder so. Mit dem von Michael. Und der war hier am Frankfurter Flughafen, hat so sein Auto geladen. Und zwar unten in der Tiefgarage B4. Und die sind hier auch sehr gut abgesichert hier. Das heißt, ein Verbrenner kommt hier definitiv nicht so leicht rein. Das ist Parkour 2 Ebene 14, muss ich noch sagen. Ebene 14, Aufzug ist natürlich vorhanden. Die ist runter, gleich ist rein. Ich habe einen E-Park angelangt und schau mal die Preise. Ist eine Stunde 10 Euro in den 5 Stunden, Tag sind 45 Euro, 35 Euro. Die haben spezielle Preise hier. Ich dachte, das wäre ein Normaltarif. Nee. Die Geräte ist außer Betrieb. Also, sie haben jetzt separate Preise für das E-Parking hier. Geht man rein, löst sich jedenfalls ein Ticket und dann fährt man hier rein. Und dann gibt es noch eine private Ladestation. Ja, Wallbox von Frankfurt Airport.